Hallo zusammen und willkommen zu all den schönen Dingen, die ich im März mochte. Und anfangen möchte ich mit: Das Einhorn ist tot. Also keine Sorge, dem Einhorn geht's gut. Aber als Trend hat sich das Einhorn, glaube ich, so langsam totgelaufen. Man sieht es immer weniger und ich glaube, wir haben es auch alle ein wenig über. Und der neue Trend sind Lamas. Okay. Also ich kann mit Lamas persönlich nicht ganz so viel anfangen und bevorzuge den Trend, der so ein bisschen unten drunter durchschwimmt und auch schon seit einer ganzen Weile. Und das sind Kakteen. Oder wie wir in meiner Familie sagen, Kaktussis. Und aus diesem Grunde habe ich mir dieses wunderschöne T-Shirt gekauft, als ich letztens beim Primark war. Es ist nicht mein erstes Kleidungsstück mit Kakteen. Ich habe schon eine Bluse. Aber ja, wo ich das gesehen habe, ja, da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Interessanterweise, ich mag Kakteen nicht mal als Pflanzen. Ich finde sie unfassbar langweilig und würde mir nie einkaufen. Aber auf Kleidungsstücken oder, wenn wir schon mal dabei sind, auf Tassen. Ja, ich habe mir eine Kaktustasse gekauft. Also wie gesagt, das T-Shirt habe ich beim Primark gefunden und dort gibt es das sicher auch immer noch. Und diese Tasse hier, die gibt es zurzeit zusammen mit vielen anderen mit Kakteen drauf beim Nanunana. Und ich glaube, es ist ein Trend, der geht zwar, wie gesagt, so ein bisschen unten runter, aber ich glaube, er kommt so langsam ein bisschen in Fahrt und deswegen können wir uns, glaube ich, noch auf viel mehr mit Kakteen freuen. Und ich komme zu der Erkenntnis, ich bin ein Trendopfer. Wenn wir aber schon beim Thema Trends sind, möchte ich festhalten, dass Flamingos niemals außer Mode kommen. Und aus diesem Grund habe ich mir bei Primark auch noch gleich diese Bluse gekauft mit Flamingos drauf. Und ich muss sagen, ich bin nicht ganz glücklich darüber, dass es Dreiviertelärmel sind, weil das irgendwie so ein Zwischending ist, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Aber letztendlich Flamingos über alles und ich habe, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viele Kleidungsstücke mit Flamingos. Insofern kann ich das immer noch rechtfertigen, so einen Kauf. Momentan lohnt es sich tatsächlich beim Primark mal reinzuschauen. Die haben viele interessante Sachen. Vor allem habe ich da letztens auch einen Haufen wunderschöne Ketten gefunden, was mir sehr entgegenkommt, da ich gerade wieder so ein bisschen mehr in die Richtung Halsketten gehe. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen, bei mir funktioniert das irgendwie phasenweise, dass ich eine Weile sehr viele Ohrringe trage, also wirklich sehr viele unterschiedliche Ohrringe und dann irgendwie wieder so das Interesse dran verliere und dann geht es wieder in Richtung Halsketten oder Armbänder. Irgendwie habe ich nie so diese Zeit, wo ich mal alles irgendwie so richtig schön miteinander verbinde. Ich bin immer nur so auf ein Schmuckstück konzentriert und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Um aber zurück zu den Halsketten zu kommen, eine davon, die ich dort gefunden habe, ist dieses wunderschöne Teil hier, die ich deshalb interessant finde, weil sie eben hier einen Anhänger hat und dann aber noch weiter runter geht und hier nochmal einen Anhänger hat. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade auf sommerlichen Blusen sehr, sehr schön aussehen kann. Also gerade, wenn man so einen schönen Ausschnitt hat. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, das bald mal zu tragen. Wie gesagt, momentan ist es halt so ein bisschen, ich trage jetzt zwar wieder sehr viele Halsketten, aber auf Pullovern und Strickjacken sieht es halt alles nicht so richtig schön aus. Ja. Jedenfalls habe ich bei der Gelegenheit wirklich zugegriffen und noch drei weitere Ketten gekauft, die ich euch jetzt mal kurz in der Nahaufnahme zeigen werde, damit ihr das schön erkennen könnt, weil das wirklich sehr kleinteilige Ketten sind. Also wir haben ja einmal diese niedliche kleine Biene, die ich hauptsächlich deshalb mitgenommen habe, weil ich eine Bluse besitze mit Bienen drauf und ich fand einfach, das passt sehr schön zusammen. Und dann haben wir hier einen kleinen Elefanten, der so ein bisschen aussieht, als wäre er aus Origami. Und zu guter Letzt, fast die schönste davon, ist die hier mit den kleinen Puzzlestücken, die tatsächlich ineinander passen, aber eben, wenn man sie so trägt, immer auseinanderhängen. Und die mag ich tatsächlich bisher am allerliebsten und habe sie auch schon ein paar Mal getragen. Ein weiteres Schmuckstück kann ich euch leider heute noch nicht zeigen. Das habe ich kürzlich bei Etsy bestellt und das kommt aus Spanien, was offenbar etwas länger dauert. Aber wenn ihr mich besser kennt, wisst ihr, dass ich den Film Die unendliche Geschichte absolut liebe. Und obwohl ich heute natürlich so die Schwächen sehe, erzählerisch wie auch tricktechnisch, ist es ein Film, den ich immer noch wirklich liebe und jedes Mal wieder aufs Neue genieße. Und als ich ihn letztes Mal gesehen habe, dachte ich so, dieses Aurin, das ist doch eigentlich auch ganz nett. Und habe danach gesucht und bei Davanda wurde ich nicht wirklich fündig. Die Aurins, die dort angeboten wurden, sahen nicht wirklich sehr schön aus oder echt. Und dann bin ich bei Etsy gelandet und habe dort eine wunderschöne Ausgabe gefunden. Und ja, auf die warte ich momentan noch. Ich hoffe, ich kann sie euch dann nächsten Monat zeigen, denn das ist eine Kette, auf die ich mich wahnsinnig freue. Also vor allen Dingen, weil das auch sowas ist, wenn man das trägt und die Leute das erkennen, dann hat man gleich so einen, ja,
Wir sind auf derselben Wellenlänge so ungefähr. Aber noch zu etwas komplett anderem, denn seit ich meine Haare wachsen lasse, investiere ich wieder etwas mehr Zeit in die Pflege und schaue auch, dass ich wirklich Sachen kaufe, die helfen, dass sie eben gesund und auch schnell wachsen. Und eine der Sachen, die ich kürzlich gefunden habe, ist diese Haarmaske von Balea, die für mich ein Glückstreffer war, weil sie nach Vanille riecht. Und ihr wisst, ich stehe auf Vanille. Aber die ist tatsächlich auch sehr gut. Ich habe mittlerweile auch eine Spülung mir noch gekauft, die ich eher so im täglichen Gebrauch verwende. Das ist eher was ich am Wochenende mache, weil man es halt ein Weilchen einwirken lassen muss. Aber es hat im Grunde dieselbe Wirkung, finde ich, weil hinterher einfach die Haare sehr viel weicher sind und einfach lockerer fallen. Ich glaube aber auch, das ist etwas, was unglaublich lange reicht, weil ich habe das jetzt, glaube ich, 4-5 Mal verwendet und ja, die Packung ist immer noch fast voll. Also man braucht da wirklich bloß so eine Fingerspitze voll. Das ist richtig toll, das Zeug. Und was ich mir auch gekauft habe, ist ein neues Shampoo. Ich habe eine Zeit lang immer so die, ich will nicht sagen die billigsten von Balea genommen, aber eben gerade, ja, jetzt nicht wirklich investiert und einfach genommen, was halt gerade da war, was gut roch. Und jetzt habe ich mir wieder was von Schauma gekauft. Und Schauma hat eine neue Reihe, die nennt sich Nature Moments. Das sind diese durchsichtigen Packungen. Schauma hat normalerweise undurchsichtige Flaschen, wie ihr vielleicht wisst. Und das hier habe ich hauptsächlich deshalb gekauft, weil es einfach nur sehr gut riecht nach Lavendel. Und das ist gegen feines und plattes Haar, was ich habe. Und ich muss sagen, das ist aber jetzt was Grundsätzliches und hat nicht wirklich mit Schauma zu tun. Aber ich habe festgestellt, durchweg durch alle Marken gibt es einen Haufen Sorten bei strapaziertem Haar, trockenem Haar, beanspruchtem Haar. Aber genau eine Sorte, wirklich immer nur eine Sorte bei fettendem Haar. Und meistens ist die auch noch mit Apfelduft. Verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Gibt es erstens mal so wenig Menschen, die fettendes Haar haben und dann hilft auch nur Apfel dagegen? Ist für mich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und deswegen habe ich immer Probleme, ein Shampoo zu finden, das ich mag, weil ich wirklich Apfelduft nicht mag. Aber blöderweise fettendes Haar. Insofern an alle Shampoo-Hersteller da draußen, beweist mal ein bisschen Fantasie. Damit bin ich dann aber auch schon fast am Ende angelangt und möchte nur noch eine Sache ansprechen, die ihr vielleicht sogar schon über mich wisst. Ich liebe essbares Ostergras. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, ist noch nicht Ostern. Deswegen habe ich das auch noch und kann es noch zeigen. Wenn das Video online geht, ist es wahrscheinlich schon aufgefuttert. Essbares Ostergras. Ich habe diese Sorte jetzt am Ende beim Kick gefunden. Es gibt aber auch welches beim Kaufland, habe ich festgestellt. Meine Eltern meinten, sie hätten keins gefunden, aber ich sehe es irgendwie an jeder Ecke. Und das Zeug kostet auch nichts. Also die Packungen waren tatsächlich 1 Euro. Ich habe 2 davon gekauft. Und ja, letztendlich ist es Esspapier, das in Streifen geschnitten wurde. Ich weiß nicht, warum das irgendwie so gut ist, aber das ist ähnlich wie mit den Trajet-Eiern, die auch nur reiner Zucker sind. Aber irgendwie ist da sowas. Ich vermute wirklich, ist es einerseits so ein bisschen dieses innere Kind, was da noch so da ist und dann auf der anderen Seite auch, weil es so die ganz einfachen Sachen sind. Es muss nicht immer fancy sein und irgendwie neuartig und ja. Ich freue mich jetzt erstmal auf den April, der hoffentlich endlich Frühling bedeutet, denn ich habe wirklich die Schnauze voll von Korthosen und Mantel und Schal und Mütze. Ich möchte endlich mal wieder was anderes tragen. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen März und wir sehen uns an dieser Stelle in einem Monat wieder. Bis dahin. Tschüss.